Hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge von Project Unstable 3 mit mir. So, ja. Folgendes. Wir wollen ja heute, also nicht heute, aber wir wollen ja was anfangen. Und zwar die Demon Invasion von Blood Magic. Denn wir brauchen ja ein wenig mehr Blut im Netzwerk und ich habe vor, gerne den Eldritch Blood Orb zu machen und ein paar andere Dinge, denn Blood Magic ist ja noch bei Weitem nicht zu Ende. Was ich zum Beispiel auch noch machen möchte, ist vielleicht ein Kondor-Ritual. Ein, ich glaube, es hieß direkt Ritual für Kondor. Ups, falsch Taste. Das können wir wieder hier drunter aufbauen. Und dann würde jeder, der hier oben drüber fliegt, also nicht fliegt, der hier ist, kriegt Flug. Für, ich glaube, 10 Sekunden oder so. Und das wird halt immer wieder neu. Das heißt, man kann dann praktisch hier die ganze Zeit fliegen, könnte auch noch hier so hoch und dann hier wäre. Ich habe den Raum ausgemessen, es wäre genau dieser komplette Raum. Das heißt, wir können theoretisch hier die Decken auch noch höher setzen und so. Dann muss ich erstmal gucken, ob ich das überhaupt so mache. Moment. Ganz kurz meinen Orb wieder reinsetzen. Denn ich habe noch ein paar Demonic Slayers gemacht. Ich habe sie jetzt gesucht. Damit wir noch ein paar Rune of the Orb machen können. Aber ich habe was anderes noch vor. Und zwar Alchemic Calcinator. Ja. Dafür brauchen wir so eine Cracked Runic Blade. Dafür brauchten wir Mute Slate und noch so ein paar. Nee, nicht Concentrate, sondern Strength Catalyst. Und die anderen Catalyst, die Concentrate, brauchen wir auch für Crystal Beljar. Davon brauchen wir mehr. Weiß gar nicht. Und wir brauchen noch ein paar Dinge. Und zwar das Ding. Dafür brauchen wir Kalk, Quarz, Rock, Gedöns. So. Und ein Alchemical Cleanser. Den können wir nutzen, um einen Tank zu leeren dann. Einen Alchemie-Tank. Dann brauchen wir noch ein. Brauche ich dafür einen erweiterten? Natürlich brauche ich einen Strengthen Catalyst. Das war. Moment. Haben wir gleich. Bone Meal. So, Moment. Machen wir das nochmal eben. Wenn er jetzt hier so unbedingt haben will, machen wir das. So. Was brauchen wir hierfür? Alchemical Router brauchen wir nämlich auch so ein Ding. Okay. Die beiden Dinge brauchen wir nämlich auch noch. Und dann können wir schon mal die Calcinate hinpacken. Und wir brauchen einen Master Blood Orb. Haben wir einen. Und den können wir mit Restlip einfach da reinlegen. Ich werde nochmal einen zweiten machen. Den sieht man auch nicht, aber mit Restlip bekommen wir den wieder raus. Und dann brauchen wir noch Essenzen. Es gibt ja einen Haufen, es gibt ja Candium, Magicalis, Sanctum, Ether und so weiter. Welche wir genau brauchen, sage ich euch dann, wenn ich sie alle fertig habe. Jedenfalls, beispielsweise Sanctus. Zwei Glowstone, ein Gold, ein Glas und ein Gold Nugget. Glas. Und halt ein Simple Catalyst. Das dürfte mittlerweile fertig sein. Sehr gut. Können wir mal hier einmal diesen da machen. Ich habe was vergessen, ne? Fünf, warte. Ich habe irgendwas. Ich bin gerade blind. Gold, Glas, Glowstone, Glowstone, Simple Catalyst. Glas habe ich vergessen reinzulegen. Okay. Und dann kriegen wir das Sanctus raus. Und dann können wir uns nochmal einen Hopper machen. Hopper. Beziehungsweise, sie haben schon einen. Den können wir jetzt mal hier oben drauf ballern. Ah ne, man sieht, guck mal, da unten sieht man doch den Orb. Ich bin enttäuscht, man sieht den Orb. Da unten drauf liegt er. Schön versteckt. So, wenn wir jetzt das Sanctus. Wenn wir jetzt das Sanctus nehmen, ohne dass es zurückpackt, das beispielsweise in den Hopper schmeißen. Oder daneben schmeißen, weil wir nicht zielen können. Dann fängt das Ding an zu blubbern. Und mein Auge juckt. Ich glaube, ich habe zu wenig Schlaf die Nacht gekriegt. Nun gut, egal. So, wir brauchen ein Alchemical Segmenter und ein Alchemical Router. Das sind die beiden Haupt-Items, die wir jetzt noch brauchen werden. Für das Ritual.
und für wahrscheinlich auch ein paar spätere Rituale, wenn wir die verschönern. Und wenn wir jetzt dann mit irgend so einem Ding gucken oder auch mit einem Division-Sigil, sehen wir da drinnen, wenn wir Resti machen, sehen wir es auch, wie viel Reagenzien drin ist. Jetzt können wir Folgendes machen. Jetzt können wir Shift-Resti mit einem Router machen und dann setzen wir ihn zu Sanctus. So, das gleiche machen wir auch mit dem Segmenter. Und jetzt müssen wir mit dem Segmenter auf einfach eine Crystal Belger Rechtsklick machen. Und dann steht da, Tank now has one tank set to Sanctus. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Ihr könnt das auch wieder dann, achso, das kommt später. So. Den müsst ihr mit Shift-Rechtsklick setzen. Dann habt ihr hier, was er transmittet. So, vorher müsst ihr aber einen Tank wenigstens gemacht haben. Ihr könnt auch, also hier könnt ihr nur einen Tank machen. Die Dinger haben auch einen Tank. Rituale haben später mehrere Tanks, aber dazu kommen wir dann. So, und dann könnt ihr einfach Rechtsklick mit dem Router machen. Auf ein Alchemical Resonator und dann Rechtsklick auf eine Belger. Und ihr seht, wir haben jetzt in dieser Belger, steht jedenfalls jetzt unten drauf, wir haben da Sanctus drin. So, nachgucken. Sanctus. Kein Sanctus. So, und dann müsst ihr, hier steht jetzt Koordinaten drin, dass praktisch das Ding ausgewählt ist. Und jetzt heißt es, Link Container is no connections remaining. Dieser Alchemic Calcinator ist nun auf dieses Ding hier gelinkt. Das bedeutet, er kann nur in das hier jetzt was reinbringen. Wenn wir allerdings sagen würden, okay, wir möchten nicht mehr da rein, sondern wir müssen woanders hin, müssen wir einmal Shift-Rechtsklick in die Luft machen, dann klären wir den Container. Und dann können wir einfach einen normalen Rechtsklick machen und dann wieder auf die Jar. Warum das hier so buggt, ist ganz einfach mit den Texturen, falls sich jemand fragt, die ganze Zeit. Das liegt an dem Ding hier. Ich weiß nicht warum, der Advanced Alchemical Furnace hat schon letzte Staffel. Ich glaube, es liegt an dieser Feuerrender-Methode. Da hat jemand vergessen, eine Methode abzuschließen, beziehungsweise nochmal eine Sache aufzurufen. Deswegen, sobald das Ding irgendwie in Sichtweite kommt, also in Sichtbereich, dann ja, wird im Endeffekt das Lighting disabled. Was man machen muss bei solchen Modellen, das kann ich verstehen, aber ja. Es ist halt blöd. Nun gut. Mal gucken, vielleicht machen wir es nochmal irgendwann so, dass wir es woanders haben. Jedenfalls werde ich jetzt noch ein bisschen aufbasteln, denn wir brauchen volle Jars. In eine Jar passen, glaube ich, 16 rein, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, mit diesem Cleanser können wir die Tanks auch wieder, also praktisch, wenn wir jetzt hier gesagt haben, wir haben Tank so gesetzt, können wir hiermit einfach Destination List auch löschen. Das heißt, deswegen brauchen wir auch noch für den Router, weil das Ding hat jetzt praktisch ja keine Connection mehr, das habe ich vergessen zu sagen. Wir können damit die Connections removen. Mit dem Ding setzen wir sie, beziehungsweise bestimmen mit Shift-Rechtsklick, was für eine Flüssigkeit wir transportieren wollen. Mit normalem Rechtsklick fangen wir an zu linken und linken auf einen, müssen Shift-Rechtsklick machen mit dem Ding, damit wir den alten eingespeicherten Container nicht mehr eingespeichert haben. Und wenn wir dann von dem Container eine andere Verbindung haben wollen, dann müssen wir mit dem Alchemic Cleanser ran. Wir müssen da einmal, ich glaube, normal Rechtsklick war es. Genau, normal Rechtsklick. Ja, gut. So viel dazu. Dann hatte ich noch Folgendes. Und zwar, Demon Invasion ist ja nicht gerade klein. Und ich würde es niemandem raten, in einer Welt zu tun, die ihr mögt. So. Ich möchte es nicht in der Mining-Welt machen, weil sonst haben wir ein Problem. Und deswegen, das hier ist übrigens unsere Mining-Welt im Moment, ich habe nur den Collation-Folder mir damals mitgenommen. Einfach nur, um im Notfall sollte irgendwas passieren mit der Welt, die Welt normal machen zu können. Und wie ihr seht, ich habe noch ein paar Pages. Ich habe die ganzen Folder, die ich gefunden habe, geöffnet. Und wir haben jetzt ein paar Pages. Also ich werde nicht die rausnehmen aus dem Mining Age. Wir werden uns jetzt ein kleines anderes Ding basteln. Aber ich habe, glaube ich, keinen Clear Modifier, ne? Nein. Nein, habe ich nicht. Ja, aber ich kann trotzdem mal was zeigen. Und zwar habe ich hier so ein paar Ink Vials reingepackt. Passt gerade überhaupt nicht. Und dann haben wir hier 1000 Black Ink zur Verfügung. Was wir jetzt machen können, ist Papier nehmen. Nicht Papier. Paper. Paper. Nicht Papa, sondern Paper. Und das können wir hier hinlegen. So.
In das Slot hier oben. Hier unten jetzt nicht, nur da oben. Und was wir jetzt machen können, ich nehme jetzt einfach mal ganz kurz einen Clear Modifier. Oder auch nicht. Ach komm, wir machen es ganz normal. Beispielsweise brauchen wir ja, wenn wir gucken, wie es aufgebaut ist. Wir haben ja jetzt hier schön diese Referenz. Wir brauchen ein Link Panel Page. Das machen wir halt in diesem Inkmixer. Inkvial und Papier und ihr kriegt so ein Ink Panel Page raus. Und ihr könnt in dieses Ink verschiedene Dinge reinpacken, die euch dann eine Link Panel Page geben. Mit einem bestimmten Effekt. Zum Beispiel Glowstone Dust. Wenn ihr genügend reinschmeißt, habt ihr eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass ihr Intralinking rauskriegt. Ist halt, nicht Glowstone. Golddust. Entschuldigung. Golddust. Das könnt ihr einfach hier in die Mitte klicken. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, dass ihr eine Plattform macht, dass ihr Disarming habt. Das heißt, sobald man durch das Portal geht, wirft man alle seine Rüstung, alle seine Items vor dem Portal auf den Boden. Und dann geht man jetzt erst durchs Portal. Also die Items bleiben zurück. Natürlich nicht so toll. Ja, was gab es noch? Plattform halt noch, dass so eine kleine Plattform generiert wird. Müsst ihr euch belesen. Es gibt noch ein paar andere, aber ja, weiß ich gerade nicht. egal. So, und damit können wir halt so eine Link-Panel-Page machen. Was wir noch brauchen, ist ein Bookbinder. Damit machen wir das Buch zusammen. Ich habe ja ein kleines Mistcraft-Tutorial mal gemacht. Was wir also machen können, ist zum Beispiel so eine Link-Panel-Page in den Bookbinder packen. Klick und dann verschwindet auch hier die Nachricht von wegen Link-Panel as the first page of the book. So. Und jetzt können wir Folgendes machen. Jetzt können wir mal gucken, wie so ein Biom aufgebaut ist. Wir haben es so gemacht. Wir haben Blöcke. Dann haben wir was für eine Welt. Die Biome und halt was für eine Art von Biom-Distribution. Mein Problem ist gerade, ich habe keine Weltdistribution oder Distribution. Ich habe einen Haufen Biome, ich habe auch Normal Sun und alles mögliche. Normal Stars, Normal Moon, aber keine Normal Sun. Ich habe eine Dark Sun. Sehr schön. Hilfe. Ja, da müssen wir gucken. Jedenfalls, es soll ja nicht unbedingt eine schöne Dimension werden. Die Dimension muss auch nicht ewig bestehen bleiben. Die Dimension ist nur dazu da, um eine Demon Invasion zu vollführen. Mehr muss sie nicht machen. Und jetzt ist da draußen wieder ein schönes Gewitter, was mich gerade ein bisschen stört. Gehen wir mal kurz hin. Lalalala. So. Und zwar machen wir jetzt wahrscheinlich eine instabile Welt. Wahrscheinlich eine sehr instabile Welt. Gut. Und zwar habe ich hier Large Biome und Medium Biome Distribution. Wir nehmen mal Medium Biome. Ich will ja einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Und die könnt ihr jetzt hier unten reinlegen. Und dann habt ihr jetzt hier eine Page. Und dann könnt ihr... Moment, nee, anders. Moment, Moment. Ihr müsst die Page hier drüben reinlegen. Und dann macht ihr mittlere Maustaste-Klick. Rechte Maustaste-Klick. Okay, es wurde geändert. Es ist jetzt rechte Maustaste, nicht mehr mittlere Maustaste. Und ihr kriegt ein Medium Biome Distribution. Ihr habt praktisch ein Papier jetzt. Ihr verbraucht so 50. Ja, man kennt es halb hinterm NEI. Das heißt, ihr könnt... Ja, so 200. Nee. 20, Entschuldigung, 20 Seiten machen. Entschuldigung. 20 Seiten könnt ihr kopieren. Und dann könnt ihr halt kopieren. Könnt ihr auch aus Ordnern rauskopieren. Also wir können jetzt praktisch hier sagen, ja, Rechtsklick auf Link Panel Page gehen als einzige nicht. Den Rest könnt ihr alles kopieren. Ja. So. Und damit haben wir jetzt praktisch zwei Medium Biome Distribution. Und dann müssten wir jetzt noch Biome finden. Nicht so schwer sein dürfte. Tundra. Tundra ist, glaube ich, schön, ne? Tundra. River. River ist auch ein schönes Biom. River habe ich sogar zweimal. Brauche ich nicht kopieren. Alpen möchte ich nicht. Ich möchte nämlich alles, was relativ flach ist. Outback. Outback ist ein böses Biom. Mesa.
zwei unterschiedliche Mäser. Brauchen noch eins. Wir haben jetzt drei Biome. Na gut, wir können eins doppelt reinpacken. Packen wir die Tundra doppelt rein. So, also Tundra. Eins. Zwei. Und komm raus. Und nochmal. Danke. So, dann. Tundra. Einmal Tundra behalte ich. Mesa habe ich auch zweimal gehabt und River habe ich auch zweimal. Okay. Klick, klick. Und dann muss eine Biome Distribution. Und dann müssten wir jetzt praktisch so weiter fortfahren. Von wegen halt Distribution. Normalerweise müsste halt noch ein Standard World oder irgendein Weltenmodifier. Es kann sein, dass wir jetzt eine Accelerated World kriegen, was nicht unbedingt so schön wäre. Aber ist egal. Und dann könnten wir halt jetzt noch die Sonne, den Mond beeinflussen, die Sterne. Wir können das Wetter beeinflussen, was für Dinge generiert werden sollen, also Caves oder Mineshafts, Villages, die Farben vom Gras und halt Clear Modifier, was im Endeffekt nochmal ein bisschen aufräumt, sollte was falsch sein. Wollt jetzt mal gucken? Ich habe jetzt hier einfach so ein kleines Mini-ME-System gemacht, was einfach nur mir das zeigt, damit ich besser suchen kann unter all meinen Pages. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Was brauchen wir noch? Sun. Dark Sun ist blöd, okay. Dann nehme ich einfach mal Normal Stars und Normal Moon. So, wenigstens irgendwas haben drin. Damit es ein bisschen stabiler ist. Normal Moon, Normal Stars. Kommt dann. Also es wird sehr unstabil wahrscheinlich werden. Aber Instabilität herrscht nur an der Oberfläche. Ja. Was habe ich für Weather? Fast Weather. Das ist sogar sehr gut. Sorgt für mehr Instabilität, aber an und für sich nicht schlecht. Fast Weather. Mach Rechtsklick. Danke. Manchmal muss man mehrmals klicken. Also es ist nicht ganz so perfekt. Manchmal gehen Pakete verloren unterwegs. So, dann packen wir das mal noch dahin. Theoretisch würde ich jetzt am Ende noch einen Clear Modifier mal packen. Aber dazu kommen wir nicht. Und was wir jetzt noch brauchen, ist ein Leather. Falsche ME-System. Da. Leather. So. Jetzt machen wir den Bookbinder hier oben rein. Und dann müssen wir noch einen Namen geben. Der Dimension. Ich nenne sie jetzt einfach mal Blood Magic BM. Machen wir BM Demon Invasion. So. Das Script. Es wird eine sehr instabile Dimension. Wir werden es gleich sehen. Ups. Und wir werden wahrscheinlich auch gleich vom Server fliegen. Und das Descriptive Book ist eine Sache, die ihr immer behalten solltet, denn andernfalls habt ihr Probleme. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Unlinked Linking Book. Dafür brauchen wir nochmal eine Link Panel Page und ein Leather. So, dann kriegen wir ein Unlinked Linking Book, damit wir auch wieder nach Hause kommen. Das mache ich jetzt einfach mal mit hier oben. Wo wir eigentlich normalerweise auch immer spawnen. Ich meine, wir kommen nach Hause, wir haben so ein Sigil, aber man muss es ja nicht übertreiben. Crystal. Machen wir nochmal ein Book Crystal Ding da. Wofür brauchen wir denn? 10. Gut. Okay. Einmal draufklicken. BM Demon war. Ja. BM Demon. Ja, reicht. Man weiß, was gemeint ist. Gut, dann gehe ich da jetzt mal durch und wahrscheinlich werde ich sterben. Wie ich mich mit meinen Künsten kenne. Deswegen mache ich jetzt mal Folgendes. Ich packe mal ein bisschen was im Rucksack rein. Und nehme mal meinen Rucksack, meinen großen. Und pack den mal hier rein. Nur zur Sicherheit.
packe ich mal alles da rein. So, Angel Ring werden wir gleich wahrscheinlich benutzen müssen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Fruit of the Grisaya packe ich auch erstmal weg. Es kann sein, dass wir gleich übelst Hunger kriegen in dieser Dimension. Das heißt, ich renne eigentlich nochmal einmal ganz kurz. Moment. Damit wir jetzt hier Hunger verbrauchen. So. Output. So, packen wir das noch mit ein. Focus Pouch. So, haben wir da das Ding. Das lasse ich erstmal. Das kann ausbrechen. Okay. Dann gucken wir mal, wie es in unserer Dimension aussieht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Level Gen. Go. Ich sagte Go. Also er macht schon Go wahrscheinlich. Aber das dauert jetzt einen ganz kleinen Moment. Ich werde wahrscheinlich gleich vom Server gekickt werden. Ja. Ich werde wahrscheinlich gleich vom Server gekickt werden. Das heißt, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich hoffentlich wieder. Bis gleich. So, da ist er wieder. Und ihr seht, ich habe Hunger. Und wir haben... Oh mein Gott. Ja, die Welt ist ein wenig instabil. Was ist das? Primal Mana. Thermal... Ach du meine Fresse. Ja, wir haben eine sehr instabile Welt gebastelt. Aber es ist nur Hunger. Wir haben keine Päuschen. Das heißt, es hält sich sogar mit der Instabilität in Grenze. Theoretisch könnten wir uns jetzt unter irgendwas stellen. Zum Beispiel hier. Und wir würden keinen Hungereffekt mehr kriegen. Sobald wir rausgehen, kriegen wir Hungereffekt. Das ist im Endeffekt Mistcraft. Das heißt, solange ihr unter der Erde seid oder ein Dach über dem Kopf habt oder irgendein Block über euch schweben, kein Problem. Sind aus Sphären generiert worden. Ach du meine Güte, was ist denn das? Aus was ist das? Was ist das? Was? Wird die Welt gerade instabiler? Nein, okay. Wir kriegen in einer gewissen Höhe Blindness. Na, sehr schön. Ja. Wir haben zwei Sonnen. Mhm. Aber, ja. Aber wir haben hier Tundra-Biom, das ist schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, warum die schwarz sind. Was sind das für Bäume? Oak. Ah. Ja, die Grasfarbe hat sich ein bisschen... Oh, wir können mal... Also wir haben ja... So, kann ich auch mal alles wieder rausnehmen. Ich hatte ja nur Angst, dass wir jetzt auch noch Päuchen kriegen und alles mögliche, aber das ist nicht der Fall, von daher ist die Dimension eigentlich relativ stabil in meinen Augen. Milchblock, guck mal. Small Biome Distribution, kann man auch immer mal gebrauchen. Weg damit. Hab ich auch einen Hive gesehen. Purifying Fluid Block. Okay. Superheated Steam Block. Na, das ist doch sicher sehr schön. Jetzt haben wir erstmal einen Salmonomicon aus dem Busch. Molten Obsidian Block. Wollen wir einen Salmonomicon? Das ist eigentlich eine gute Idee. Guck mal, dann können wir einfach hier. Glück! Da ist die Kiste. Glück! Das ist so dämlich. Ich schmeiß die hier gleich mal. Wir müssen halt hier immer mal gucken jetzt. White Collar, Full Length, Savannah Medium, Bald Hill. Okay. Ist nicht unbedingt das, was ich mir erhofft habe, aber okay. Schmeiß mal das mal kurz weg. Ich hab noch meins. Ja. Okay, ja. Nach Hause kommen wir ja eh. Dann würde ich sagen, hier ist der Spawn. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Beziehungsweise ich baue hier nochmal ein kleines Portal. Das könnte man eigentlich... Moment, wir könnten das ja hier irgendwie hinbauen. Weil ich möchte nicht unbedingt das... Achso. So. Oder wir bauen es hier und bauen ein Dach drüber. Das geht ja auch. Damit wir nicht immer diesen blöden Effekt haben. So. Dann brauchen wir nochmal. So. Und... da nach Hause. Nicht das Schönste, aber zweckmäßig. Ich habe jetzt aber auch keine Steine, um es zuzubauen. Stone. Können wir mal.
Das ist der Vorteil, wir können es überall und immer bestellen. Dann würde ich sagen. So. Also, wie gesagt, wenn selbst, egal wie instabil euer Age ist, ihr könnt euch unter der Erde ohne alle Effekte fortbewegen. Das kann man sich merken. So, dann seid ihr praktisch hier unten, bin ich sicher unter dieser Plattform. So, kann ich jetzt hier zurückgehen? Jetzt rechne ich gerade durch, wie viele Minuten ich schon aufgenommen habe. Ein bisschen da mal, ja. So, jetzt muss ich kurz warten, bis ich hier bin. Und dann, da bin ich. Das ist mal sehr schön. Jetzt muss ich das nur noch reinpacken. Bitte. Bitte. Ja, die Musik macht es gerade schön. So ein bisschen trottelig, ein bisschen. Ich habe jetzt wieder in den Kommentaren gelesen, ich soll mich nicht so oft entschuldigen. Für Dinge, falls ich mal. Jetzt geht's. Falls ich. Weil ich sage sehr oft, ja, ich entschuldige mich, dass es jetzt nicht so geklappt hat. Ich weiß, es wurde mir schon öfter auch gesagt. Das Problem ist, ich bin ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch. Und das Problem ist, ich versuche immer, meine Erwartungen zu füllen. Ich habe viel zu hohe Erwartungen an mich selbst. Das weiß mein Ich, aber mein Ich weiß es nicht. Was? Ja. Und deswegen. Gut, so. Guck mal, was Lux bringt. Klaustern. Ignis 5. Ignis 5? Was heißt Ignis 5? Sind wir hier? Ignis. Sind wir hier? Terra. Sind wir hier? Blissrodge. Kelum. Terra 5. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was das ist, wie es funktioniert, aber irgendwas kommt dabei raus. Gut, jetzt rechne ich gerade die Minuten durch. Dann mache ich noch ein paar Rune of the Orb, lass den Orb auffüllen, mach hier noch ein bisschen Essenzen und oder wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? Jetzt hätte ich eigentlich gucken müssen, bevor ich. Das ist der falsche Ordner. Nein, ich möchte keine Sicherung von meinem PC wiederherstellen. Das wäre der vollkommen falsche Moment jetzt dafür. Wir haben jetzt. Hatte ich vorher schon. Ich hatte vorher schon 21 Minuten? Dann wird es ja eh nichts mehr. Dann blubbere ich das bis zum nächsten Mal auf. Craft mal noch ein paar Runen auf der Orb. Ja. Orb. So. Geht das eigentlich mit denen schon? Nein. Bäh. Muss wahrscheinlich der hier sein. Oder? Klick. Okay. Mal ganz kurz diesen da. Ich das hier an? Nein. Ich dachte gerade, ich habe das irgendwie anders sortiert. So, wunderschön. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall noch höher mit unserem Blut, was ich sehr begrüße. Mal wenn jedes Ding. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt. Ich mache das jetzt mal live, da können wir nebenbei noch ein bisschen quatschen, ne? Es hieß jetzt auch, ich soll irgendwas sagen. Also es hat einer vorgeschlagen, ich sollte mal was sagen, damit ich die Leute rausfiltern kann, die die Folge bis zum Ende geguckt haben und dann halt mal sagen, irgendein random Wort. Ich habe keine Ahnung. Warum das? Egal. Ich bin auf der völlig falschen Seite. Und ich habe mich zu der Bound Armor schon informiert. Wie ich die mache. Und wie ich diesen Raum baue. Im Endeffekt diesen Chamber, was ich da noch bauen muss und alles Mögliche. Die Reagenzien kriegen wir auch im Endeffekt dadurch. Das heißt, es ist auch schon mal so gut, dass wir das so machen. Magic. Ritual. Wie hieß denn das? Portal? Demon. Demon.
Demon Blood? Nein. Demons? Nein. Immer vergesse ich das. Mensch. Das hat doch ganz bestimmt einen Namen. Nein. Stomach. Convocation of the... Convocation of the Damned. So hieß es. Dann suchen wir nochmal danach. Convocation of the Damned. Ich kann nicht schreiben. So. Ja. Heute Nachmittag, wer es vergessen hat, noch nicht wusste, keine Ahnung. Heute Nachmittag habe ich vor, nochmal zu streamen. So gegen 15 Uhr, denke ich. Kann auch ein Stückchen später werden. Mal gucken. Und ja, habe ich das letzte Mal erklärt, was wir da machen wollen. Ja. Wenn nicht jeder kann, ist schon mal so, das Problem ist, Mittwoch ist der einzige Tag, wo ich wirklich Zeit habe, im Endeffekt das zu machen. Und ja, vielleicht mache ich am Wochenende mal Samstag oder so, dass wir Samstag nochmal ein bisschen was machen. So, jetzt bin ich komplett raus. Wir brauchen 15 Millionen Life Points. Mhm. Wisst ihr Bescheid? Das Ding kann 10 fassen beim normalen. Wir brauchen noch ein paar von diesen Orb-Dingern. Ja, dann werde ich die dann. Vielleicht schaffe ich es ja bis zum nächsten Mal. Na gut, wenn wir morgen streamen, also beziehungsweise heute. Also das Video geht ja online, dann streame ich heute. Oh Gott. Mal gucken. Mal gucken, was rauskommt. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wie sieht es denn eigentlich mit Pluton? Mit Plutonium aus? Bisschen was haben wir ja. Noch nicht viel, aber er dürfte ja automatisiert jetzt das ganze Zeug craften. Hat er noch was gebackupt? Nein. Okay, das ist alles im Reaktor im Moment. Wir brauchen mehr Plutonium. Wir brauchen noch ein Auto-Crafting für Plutonium. Das weiß er noch nicht, wie er es herstellt. Das müssen wir ihm noch sagen, dass er praktisch das Zeug zusammen craften kann. Gut, aber das mache ich jetzt dann noch, bevor ich es vergesse. Aber euch tue ich das nicht mehr an, denn ich sage tschüss bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag. Und ja, vielleicht bis nachher, wenn nicht, ist nicht schlimm. Meine Güte, es gibt Schlimmeres. Ich meine, klar, es ist ein bisschen vielleicht schade, ein oder andere. Aber meine Güte. Dafür habt ihr was im Real Life zu tun. Ich nicht. Deswegen streame ich. So traurig. Gut. Genug dessen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt Project Unstable oder was anderes. Mal schauen. Mal gucken, wie der Stream wird. Ich habe nochmal ein bisschen was umgestellt. Und die Dimension haben wir jetzt auf jeden Fall. Achso. So. Dimension haben wir jetzt auf jeden Fall. Und ja. Gut. Dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Nochmal danke für die ganzen Glückwünsche zum 500. Freue mich. Yay! Gut. Dann auf Wiedersehen. Jetzt aber wirklich. Mensch, ich habe schon wieder viel zu viel drüber. Ich wollte mal wieder geringer folgen. Jetzt quatsche ich noch weiter. Tschüss. Mensch, ich drücke jetzt da drauf. Tschüss.